Das Radfelder Unternehmen Datacon ist in den letzten Jahren rapide gewachsen. Geschäftsführer Gerhard Zeindl kann beruhigt in die Zukunft blicken. Was derzeit ganz aktuelle Dinge sind, sind einfach im Automobilbereich, Automobilindustrie, dort wo es darum geht, GPS, sei es die verschiedenen Steuerungssysteme wie ESP, damit also der kleine Mercedes den Elchtest übersteht. Das sind Bauteile, die sind auf unseren Maschinen, werden auf unseren Maschinen produziert. Oder wenn Sie in Ihre Geldtasche schauen und die Bankomatkarte herausholen, so wird also der Chip, der da hinten drauf sitzt, von unseren Maschinen eingesetzt. Mehr als die Hälfte aller Handys weltweit werden die Bauelemente auf unseren Maschinen produziert. In der Forschungsabteilung des Unternehmens tut sich einiges. Datacon gibt sich visionär. Da sind wir derzeit konkret in mehreren Forschungsprojekten tätig, unter anderem auch solche Dinge, dass die Mikrochips so dünn werden, dass sie flexibel sind. Damit können sie in Kleidungsstücke eingenäht werden. Damit weiß über Sensorik dann die Waschmaschine, welche Kleidungsstücke befinden sich in der Waschmaschine, kann sich damit automatisch die Temperatur richtig einstellen. Und da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten. Auch das klassische Milchpackel im Kühlschrank, wo also über Biosensorik festgestellt wird, ob die Milch sauer ist oder nicht. Und dann eben den Kühlschrank meldet, jetzt ist meine Zeit abgelaufen. Also da gibt es dann Möglichkeiten, die wir uns derzeit vielleicht noch gar nicht alle vorstellen können. Und um die zu verwirklichen, wird eifrig entwickelt und geforscht. Mit konkreten Zielen. Es gibt durchaus Kunden, mit denen wir gemeinsam schon an Produkten für die Zukunft arbeiten. Das sind zum Beispiel Produkte, wo es nicht so sehr um die Flexibilität geht, aber wo man ausnutzt, dass eben die Bauhöhe von elektronischen Schaltungen sehr viel kleiner werden können, dadurch, dass die Chips anstatt 700 Mikrometer nur mehr in der Größenordnung von 50 Mikrometer haben. Ein konkreter Anwendungsfall ist dabei zum Beispiel ein Hörgerät, wo man eben im Ohr sehr viel Elektronik unterbringen muss und wo man diese Elektronik dadurch im Ohr verschwinden lassen kann, dass man eben sehr dünne Chips verwendet. Wie diese neuen Technologien unser Leben vereinfachen werden, darauf darf man gespannt sein. Das Team von Datacon jedenfalls hat noch einiges vor.